Das ist eine weibliche Wespenspinne, die mit 15 mm etwa doppelt so groß wie Männchen wird. Ihre Beißwerkzeuge können die menschliche Haut durchaus durchdringen und der Biss kann daher schmerzhaft sein. Alles in allem ist sie aber sehr ängstlich. Wenn man sie berührt, flüchtet sie oder sie schüttelt ganz heftig mit dem Netz, um so Angreifer zu suggerieren, dass sie viel größer ist. Dass sie tatsächlich für Insekten gefährlich ist, sieht man hier an dem Kokon, in dem sie eine Wespe eingerollt hat. Thank you.